Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Donnerstag, dem 12. März hier beim JFT-Devisenradar. Und wir wollen sogleich den Blick auf Euro gegenüber US-Dollar werfen, dem Major FX-Pair schlechthin, da wir hier unschwer zu erkennen eine sehr, sehr starke Erholung im Intraday-Bereich heute bereits gesehen haben. Wir haben hier links den Stundenchart-Intervall mit Blick auf die vergangenen 6 Tage. Und wir haben hier nach einem Tief der heutigen Morning-Session im Bereich 0,494 bereits eine Performance gesehen, die den Euro gegenüber dem US-Dollar hier um 149 Pips nach oben hievte. Der Durchschnitt beim Euro-US-Dollar aktuell wieder zu finden im Bereich um 100 Pips, 110 Pips roundabout. Also wir sind hier schon ein Stück weit über die Daily Range ausgebrochen, haben hier den Daily Pivot Point des Vortages, sozusagen den Fingerabdruck des Vortages, auch bereits überwunden. Und jetzt steht eben die Frage im Raum, wie kann es hier weitergehen? Intraday ist das Paar in jedem Falle ausgereizt, rein von der Daily Range. Es sei denn, es gibt heute hier nochmal einen obendrauf und wir haben sozusagen einen Overrange Day. Gleich mehr zum Intraday-Verlauf. Was wichtig erscheint, wenn wir gerade das große Bild vom Euro-US-Dollar jetzt mal in den Fokus rücken, dann kennen Sie diesen Chart, diesen Monatschart hier mit Basis seit dem Jahr 2004, aber interessant wird es eben hier insbesondere erst seit dem Hochpunkt hier vom Jahr 2008 und diesem breiten Abwärtstrendkanal. Und wir sehen unlängst hier diese obere deckelnde Trendlinie projiziert nach unten, hat hier einige Auflagepunkte. Zugegebenermaßen muss hier eigentlich auch noch ein Pfeil hin. So. Und wir sehen, dass das Währungspaar sich hier mit dem heutigen Tief exakt dieser unteren Abwärtstrendkanallinie genähert hat, diese touchiert hat. Sie sehen es an diesem Tendenzfall. Grundsätzlich bin ich eigentlich erst im Sommer davon ausgegangen, doch aufgrund dieser ja jetzt schon dann 9 Monate anhaltenden, durchgehenden Abwärtsschwäche hat der Euro gegenüber dem US-Dollar dieses Niveau dann doch schneller erreicht als erwartet. Und jetzt steht eben die Gretchenfrage inklusive dieses überverkauften Bereichs auf Monatsbasis wohlbemerkt im Raum, ob jetzt hier die starke Erholung Einzug halten kann. Tatsache ist, der Terminmarkt ist auch extrem einseitig positioniert und insofern darf man sich jetzt die Frage stellen, wann es hier zu einem Rebound kommt. Gut vorstellbar ist, dass wir jetzt hier ein Stück weit über Wochen seitwärts oszillieren, also diese Unterstützungslinie jetzt als untere deckelnde, nicht deckelnde, sondern vielmehr stützende Trendlinie jetzt eben mehrfach bestätigen. Wir haben es in den Vorjahren gesehen, es gab immer wieder ein Tauziehen an den Magen. Und also bis hier, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, die Hammerkerze vom Juni 2010, da ging es direkt wieder nach oben. Ideal wäre aber in dem Fall, wenn wir doch jetzt hier ein Stück weit ein Tauziehen an dieser Trendlinie sehen würden. Das würde die Relevanz der Linie unterstreichen und dürfte dann eben auch im Idealfall für eine Erholung sprechen. Und Sie sehen es in dieser kurzfristigen oder mittelfristigen Abwärtstrendlinie vielmehr, dass hier durchaus Potenzial von um die 1000 Pips möglich wären, nach oben wohlbemerkt. Ja, das ist hier technisch gesehen definitiv eine sehr, sehr interessante Ausgangslage. Die Frage ist eben, ob Euro-US-Dollar tatsächlich das Tief gefunden hat. Denn fundamental mit den Arbeitsmarktdaten der letzten Woche aus den USA ist hier eine Zinsanhebung eben in den USA mehr und mehr manifestiert, wahrscheinlich sogar früher als erwartet. Und wenn es eben dazu kommt, dann ist das, was wir hier im Vorfeld gesehen haben, im Prinzip alles natürlich schon eingepreist, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wenn weitere Zinsschritte und dergleichen in Aussicht gestellt werden, dass Euro-US-Dollar dann hier doch noch die Parität ansteuert. Und das wird eine sehr, sehr interessante Situation sein, die wir uns hier jetzt erstmal mittel- bis langfristig von der Ferne betrachten müssen und eben abwarten müssen, was Euro-US-Dollar hier macht. Tatsache, es ist definitiv aktuell ein sehr, sehr interessanter Punkt erreicht, der hier für einen Rebound im Ausdehnungsfall bis 1000 Pips oder aber vielleicht auch nur bis 300, 400, 500 Pips sprechen könnte. Dann Rücksetzer und der Kampf an dieser Trendlinie könnte hier sehr, sehr interessant werden. Also Euro-US-Dollar hier zumindest vor der Chance, hier eine Bodenbildung aufgrund dieser technischen Unterstützungslinie auszubilden. Gehen wir kurz in den Tageschart. Da sieht die Situation natürlich so aus, wie unlängst auch schon erwartet, 1,005 haben wir gesehen. Wir sind aber hier auf Tagesbasis in einem sauberen Abwärtstrendkanal kurzfristiger Natur. Und wir haben hier generell natürlich jetzt auf der Südseite viel Potenzial. Sie sehen, anhand dieses kurzfristigen Charts auf Tagesbasis wären hier jetzt ohne weiteres für die nächsten Tage Niveaus um 1,035 denkbar. Durchaus, durchaus. Faktisch eben. Das muss man einkalkulieren, dass wir auch Spikes nochmal in diese Richtung sehen. Dann hätten wir hier auf Tagesbasis auch nochmal die Möglichkeit, einen Rebound nach oben zu starten. Hier oben haben wir dann eben diese deckelnde
Abwärtstrendlinie aus dem Tageschart und hier natürlich diverse Widerstandsbereiche. Also, dass es hier signifikant über 1,10 geht, kann man jetzt aus dem Tageschart hier nicht ableiten, aber jede Erholung findet ja früher oder später ihren Ursprung und dann sind auch gewisse Widerstände oder Unterstützung sozusagen passé. Kurz noch auf den Tageschart bezogen. Wir haben hier rein von der saisonellen Seite her deutlich schlechte Signale, gerade jetzt bis in den Mai hinein. Das war eben auch die Annahme, dass wir im Mai, Juni sozusagen das Low bei 1,05 ausbilden, da eben dann hier rein saisonal auch ein markantes Tief im Jahresverlauf ausgebildet werden könnte. Das ist jetzt alles schon früher passiert. Die Frage ist eben, ob die Saisonalität aufgrund des starken Ausverkaufs der letzten Monate eben jetzt hier dann tatsächlich wieder Einzug hält und auch nochmals den Euro-US-Dollar weiter nach unten drückt. Das wäre möglich, aber es muss natürlich gesagt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gegenreaktion aufgrund des starken Ausverkaufs hier von Tag zu Tag steigt. Für die Woche letztlich und auch für heute muss man aber sagen, wir haben hier von der Wochentagsstärke sicherlich nicht viel zu erwarten. Wir sehen es gerade Mittwoch, Donnerstag, Freitag grundsätzlich sehr bärische Tage, wenngleich heute der Donnerstag mit der aktuellen Performance von 149 Pips nach oben. Wenngleich, wir laufen auch ein Stück weit gerade vom Tageshoch wieder runter. Sie sehen es hier an dieser Stundenkerze. Eigentlich ein negativer Tag ist. Dafür müsste aber praktisch jetzt am Nachmittag oder im Laufe des Vormittags nochmal ein Beben kommen, dass wir diese Erholung umkehren. Also heute deutet sich ein positiver Handelstag an. Freitag hingegen dann auch wieder ein schwacher. Man muss eben sehen, was Euro-US-Dollar jetzt hier macht. Technisch, wie gesagt, ist es fast schon an der Zeit, hier eine Erholungsbewegung zu fahren. Im Intraday-Bereich aber, Stundenbasis und tiefer, ist der Euro-US-Dollar ausgereizt. Das sehen wir auch an dieser sehr, sehr stark überkauften Situation gerade. Wenn wir uns hier am Daily Pivot Point fangen, 1,0593, wir haben auch hier so einen leichten Horizontalbereich, dann ist die Chance durchaus gegeben, dass der Markt von diesem Level ausgehend nochmals versucht, nach oben zu ziehen, Tageshochs zu touchieren und vielleicht hier wirklich eine 200-Pip-Range an den Tag legt. 1,0675 wäre dann Intraday noch möglich. Aber geben Sie Obacht, wenn wir hier per Stundenschluss unter dem Pivot Point fallen, dann könnte es durchaus nochmals hier zu einem Test der Tagestiefs, der heutigen Tagestiefs, der heutigen Mehrjahrestiefs kommen. Euro-US-Dollar, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Deswegen haben wir auch den direkt mal in den Fokus genommen. Wir sehen auch hier auf breiter Front die US-Dollar-Pairs vorne, Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar auch mit starkem Aufwind. Das sieht eigentlich ganz gut aus, aber man sollte ja nicht den Tag vor dem Abend loben. Der Markt ist übergeordnet nach wie vor in einem bärischen Bild und weitere Verluste sind aufgrund eben der starken Ausverkaufsstimmung keinesfalls auszuschließen, auch wenn sich hier diese Trendlinie sehr, sehr interessant präsentiert. In diesem Zusammenhang, liebe Zuschauer, sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, nachher gibt es nochmal Live-Trading TV zum DAX und gegebenenfalls auch einzelnen DAX-Aktien im Sinne der enormen Rallye, die wir da gesehen haben. Und insofern sage ich jetzt erstmal bis später, wenn Sie mögen, oder dann eben alsbald bis zum nächsten Devisenradar. Ihr Christian Kemmerer.